Nutella. Los, Whispic Time. Ja, ja, Kill ich it. Bin ja schon dabei. Kill it. With fire. Ich hab kein Feuer. Ist ja egal. Kill it trotzdem. Mit fire. Ich bin ein Schwein. Wow. Warum ist der eigentlich so groß? Sein Gürtel steht doch gar nicht auf Bambu. Vielleicht steht deiner auf Bambu. Ich glaube nicht, dass das Eichhörnchen einen Gürtel hat. Und war Bambu nicht klein? Ah ne, doch, Bambu war groß. Mini war klein. M war Mini. Ja, ich habe jetzt M mit Mini. Nee, mit Mega. Mit Mega assoziiert. Ja. Es tut mir leid, ich bin leicht dehydriert, ich muss was trinken, sonst sterbe ich. Mini ist kleiner als Bambu? Auf jeden Fall. Oh, SpongeBob. Ich habe schon so lange kein SpongeBob mehr gesehen. Muss ich mir mal wieder reinziehen. Ich vermisse es auch nicht so. Warum nicht? Das war doch. Kenn die Folgen noch eher, ne? Ja, aber es gibt doch Haufen neue Folgen, die ich noch nie gesehen habe. Und die so krass sind. Ja, Mann, du schaffst es! Ja, glaube ich nicht. Guck mal, wie er jetzt rennt. Es gibt alles. Es babet, sogar der Regen babet. Du musst snaken, Snaker! Ja, er fliegt einfach über mich. Kannst du wohl sehen, dass er den platt gemacht hat? Stell dir das mal vor. Du wirst jetzt noch 5 Sekunden. Kann er das? Will ich doch nicht. Stell dir das mal vor. Du wirst hier 5 Sekunden lang so geplättet rumdümpeln und könntest nichts mehr tun. Das sieht nach einem Sieg aus für das Hörnchen. Go, Hörnchen! Bring it over the finish line! Skill Level Unlimited. Ganz easy. Und jetzt explodiert er. Hat eine halbe Stunde gedauert. Jetzt explodiert sein Arschloch. Ist das ein Gürtelschild auf Kartoffeln? Jetzt ist die Kartoffel sein soll. Ja, ja, oder ein Eierkuchen, oder? Ich glaube, Eierkuchen trifft sehr. Ich glaube, der ist besoffen. Schau mal, wie er auf seinen Teppich wandelt. Vor der Raver. Müssen wir uns das jetzt angucken? Natürlich. Das ist doch das Beste in dem ganzen Game. Nein, das Beste ist das Hovercraft. Ja, yeah, schön, wir haben fette Party und Kinderstimmen, die im Hintergrund singen. Als wären sie behindert. Die haben Beine. Das sieht aus wie der Kellogg's-Tiger. In winzig und hässlich. Der Elefant ist voll der Pimp. Und er hat immer noch keine Freunde. Der Diddy Kong hat keine Beine. Der hat immer aus seinem Flugzeug. Braucht auch keine Beine. Das ist ein Affe. Warum ist auf der Wasserwelttür nur ein Ballon drauf? Nicht zwei. Das ist sehr schlecht gemacht, die Katzen. Weil sich dafür halt keine Mühe geben braucht. Er ist ja auch voll unauffällig. Vor allem, weil Diddy Kong da gerade vorbeigeflogen ist. Ja. Diddy Kong hat halt keine Augen. Kommt jetzt sein. Wow. Dann kommt jetzt sich sein Raumschiff und rapet sie. Oh, der Waschbär. Friss den Waschbär. Los. Auf einmal ist er auch riesig. Eben war er nicht so groß wie der Leuchtturm. Fast. Ja. Wo ist Banjo eigentlich? Was ist das da oben? Was ist das, sein Penis? Das Batmobil. Dickmobil, wenn ich bitten darf. Und er zerbombt dich. Aber wo ist Banjo? Hab doch gar nicht. Ja. Haben sie keine Lizenz gekriegt, um für den eine Cutscene machen zu dürfen? Scheint so. Das ist sehr arm. Aber das Hühnchen war ja auch nicht da. Das Hühnchen ist sowieso nie da. Doch, im Intro ist es da. Ja, was? Wir haben ja doch noch als Frosch irgendwie auf dem Dingenskirchens rumgefahren. Ich finde es auch voll sinnvoll, dass man diese ganzen guten Charaktere erst am Ende freischalten kann. Wenn man sie so dann kriegst du ja Adventure 2, oder? Ist Adventure 2 nicht noch ein bisschen challengiger? War es nicht alles bespiegelt? Ich weiß nicht, wollen wir es dann auch noch machen? Naja, aber erst wenn wir Titi freigeschalten haben. Dann nehmen wir beide die Uhr und dann rapen wir alles. Können wir rückwärts fahren gewinnen. Das wäre auch mal eine Challenge. Kann man das überspringen? Ich glaube, du kannst eigentlich theoretisch ein Reset machen. Ich könnte es resetten, aber ich will es sehen. Ich würde auch sehen hier, wie Lust zeigt mir einen Namen.
wie D-Rice für die Music. Ja, wie hieß er? Daniel? Was? David? David Rice? War das der? Seine ganzen guten Songs gemacht hat. Ja, der hat ja für die ganzen Nintendo-Spiele das Zeug gemacht. Ja. He's God of Music. Für Denki Kang. Oh ja. Denki Kang. Eigentlich heißt er Denkoi Kang, aber das spricht sich kacke. Bisschen. Aber Dirty King ist gut. Dirty King ist perfekt. Character Voices. Stand da gerade Krabette bei? Ich weiß nicht. Nicht aufgebracht. Jay Stamper und K Stamper. Und Kiefer Sutherland. Rare Quality Assurance. D. Wong. Mr. Penis. So viele Namen. Ja, für so eine Kacke. Die haben bestimmt alle den Waschbären gemacht. Na, der Waschbär hat auch jetzt die aufwendigen Animationen. Ich meine, die Brille. Und die ganze Expression. Das Ursulettel. Wow. Der Mario Club. Gibt's den Mario Club noch? Ich weiß nicht, auch früher habe ich mich immer gefragt, was ist dieser Mario Club und ob man da auch reinkommt. So. Ich google das jetzt. Ich muss ja nicht aufnehmen, dann kann ich das googeln. Ja, das kannst du. Ich habe mir das immer extrem cool vorgestellt, so Mario Club. Special Thanks ja, da verkleiden sich alle als Super Mario. Ob Remy Gaillard. Kennst du den Franzosen? Remy Gaillard. Ja, Remy Gaillard. Ja, ja. Ob der auch da drin ist? Das ist ein Mario Club? Oh, wieso nicht? Ich meine, wenn er schon Mario Kart nachspielt. Hier steht, die Mario Club Company ist eine Tochterfirma von Nintendo, die fürs Debuggen zuständig ist. Ah, natürlich. Ich dachte schon, es wäre was Cooles. Manchmal werden sie auch Kyoto Research Center genannt. Der Name ist irgendwie nicht so episch. Los, Game. Mach weiter. Ihr habt über 300 Mitarbeiter. Ernsthaft? Krass. Ich will, die müssen alle als Mario verkleidet sein, oder? Luigi. Donkey Kong Racing. Banjo. Immer noch. Faggot. Okay, wir haben das erste. Ja. Dann kannst du jetzt aussuchen, welches wir machen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen zuerst die Schneewelt. Also. Frosty Village. Ja, da das sicherlich am derbsten absackt. Ich glaube, das letzte sackt am meisten ab. Wieso? Weil das Windmühlen-Level total abfuck ist. Die ganzen Level sind überall abfuck. Ne, die Wasserwelt, die mache ich dir mit Augen zu. Ja, ich weiß, dass du die mit Augen zumachst. Deswegen machen wir die ja nicht instant. Ey, hier haben wir schon einen silbernen Elefanten. Ja, du hast den silbernen Elefanten. Und ich hatte 3 Punkte. Stimmt. Ich dachte, das war Mario Kart, wo so scheiße was war. War hier auch. Ja, hier war ich auch so. Körperlich. Rauch, Bananen. Wow. Sorry. Ne, guck mal, ich bin trotzdem noch voll. Ja, also irgendwie bringen Raketen nichts. Ne, ne. Du klaust halt nur 2 Bananen. Bananen verlangsamen ja dann auch über gewisse Zeit. Es ist voll krass, wie man die ganze Musik in dem Spiel einfach immer mitmachen kann, oder? Ja, die Musik ist addicting, würde ich sagen. Addicting. Also wirklich von jedem Level die Soundtracks. Kennt man alle auswendig. Das habe ich letztens auch gemerkt, als ich einen Hammerklopf gespielt habe. Verdammt. Haha. Direkt komm vorbei, Karol. Friss meinen grünen Staub. Friss deinen eigenen grünen Staub. Ja, du kommst den auch an, weil du viel besser boostest. Ja.
Wegen deinem Boost kommst du noch an. Na, wer weiß. Wenn ich nicht an diesen ganzen Boost-Time vorbei boosten würde. Ja, den Ring habe ich auch nicht gekriegt. Hätte ich den gekriegt, dann würde ich dir jetzt am Arsch kleben. Wie so ein nerviger Kaugummi. Ich hab noch nie einen Kaugummi am Arsch gehabt. Noch nicht? Nee. Hat's hier Zeit. Ich hatte einmal so eine Klette in den Haaren. Das war auch cool. Ich hab mir einmal die Hose zerrissen. In der Schule. Irgendwie so hinten an der Tasche, war mir der Arschtasche abgerissen. Und keiner hat's mir gesagt. Weil sie dachten, das muss so sein. Ja, das ist ja auch Standard. Tasche abfallen. Fresst mein Superschild. Bei uns hat sich einer in der Schule beim Stangenklettern die ganze Hose aufgerissen. Also komplett von die ganze Rückseite von oben bis unten. Wenn er Spaß dran hat. Naja. Weißt du, warum ich Stangenklettern nie mitmache? Warum nicht? Mach doch Übelstiegen. Übelstiegen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du auch so eine richtige Sportskanone bist. War ich. Ja? Meinst du? Ich hatte immer ich Einsen und Zweien und vielleicht auch mal Minus. Ich war froh über die 3 auf meinem Abschlusszeug. Wirklich? Nee. Sport war immer gut. Sport hat doch immer Spaß gemacht. Meistens. Das war total sucky, wenn diese behinderten Mannschaftssport an. Da kann ich kotzen. Ich will kein Fußball spielen oder so. Fußball haben wir nie gespielt. Doch, ja, wir haben Fußball, Volleyball, Basketball. Volleyball war doch aber cool. Oh, nee. Volleyball habe ich geliebt. Zweimal die Finger gebrochen bei. Ernsthaft? Ja. Loser. Warum? Sport ist nicht die Charakteristik für Loser. Johnny King Racing ist die Charakteristik für Loser. So, jetzt hast du mich da voll runtergeschubbt. Ja. Abgedrängt. Ich will Wiederholung. Ich hab mir immer beim Krafttraining halt mit eins geholt. Bei Sit-Ups ist so eine Kacke. Sit-Ups hatte ich auch nochmal eins. Ja, und das hat dann auch gereicht, um das Schuljahr einigermaßen zu retten. Den Rest habe ich einfach nicht mehr mitgemacht. Ernsthaft? Und unser Sportlehrer hat das dann irgendwie immer toleriert. Ja, der hat kein Sportzeug mit, da kann ich keine Noten geben. Das ist ja lame. Das war der beste Sportlehrer aller Zeiten. Schon ein bisschen lame. Ich habe einmal beim haben wir Tischtennis-Turnier gemacht. Wir mussten auslosen, wer gegen wen spielt. Und weil einer krank war, hatte ich dann irgendwie so einen losgezogen, dass ich automatisch im Finale stand und hab davon eins bekommen. Ernsthaft? Krass. Mhm. So krass gemacht. War verdient. Eins fürs Nichts machen. Snowball. Ich war ja auch im Skikurs. Skikurs war spaßig. Konnte ich mir nie leisten, sowas. Und ich bin letzter. Awesome. Ich bin ja generell sehr arm. Ich bin ein armer Mensch. Ja, das bist du. Hauptsache, du bist gesund. Ich hab's aber nicht vermisst. Muss ich sagen. Was, Geld oder? Naja, das Skizeug war ja meistens drin, wenn andere Projektwoche hatten. Also bei uns? Die Projektwochen haben zwar total gesackt, aber war mir egal, so ein Unterricht war. Hallo? Ja, ich bin noch da, ich bin noch da. War das gerade irgendwie ein Satz initiiert, der war weg. Wirklich? Ja, nee, ich weiß nicht. Ich muss mich hier darauf konzentrieren, aufs Sacken. Alter, bin ich weit weg. Hab ich das nur geschafft? Weiß ich nicht, aber ich finde das Game ist extrem einfach, wenn man weiß, wie die Boosts funktionieren. Also ich habe bis jetzt erst einen einzigen Boost bekommen, deswegen... Ach, das war's schon. Ich dachte, das war die zweite Runde. Ich bin zu schnell, Alter. So ein Warp-Speed-Nigger. Immerhin habe ich schon mehr Punkte als beim letzten Dingens. Ja, das ist natürlich eine respektable Leistung. Ja, das ist. So, hier kriege ich bestimmt auch nur einen Punkt. Habe ich ja wieder mal krass gemacht. Wow.
Das ist so krass, wie weit man immer fliegt mit den Boosts. Och, meine Fresse, Alter. Dämlichen Drecksboosts. Falls irgendjemand von unseren anderthalb Zuschauern das Spiel auch mal spielen möchte, wenn ihr boostet, ihr kriegt, wenn ihr das Gas loslasst, bevor ihr boostet, einen super Boost. Aber ihr dürft danach das Gas nicht drücken, so wie ich das immer gemacht habe. Ihr müsst das Gas komplett die ganze Zeit weglassen, bis der Boost rauswirft. Ist komisch gemacht, aber es funktioniert super. Ja. Geh weg, du scheiß Affe. Boah, da ist das Wilding genau die Spawn, als ich reingefahren bin. Tu was. Ich kleb mir alle am Arsch. Ist gut, wie man vom Start schon fast in die Höhle reinspringen kann. Ja. Wenn man es richtig drauf hat, dann geht sowas. Ja, wenn ich mir meinen Vorsprung so angucke, habe ich es wohl ziemlich drauf. Hast du wohl? Ja, verdammt. Hast du schon eine Antwort bekommen für deinen Saints Row? Nö, noch nicht. Aber ich bin optimistisch. Die sind alle immer so langsam. Natürlich sind die langsam. Scheiß Supports. Ich meine, es ist ja auch schon wie lange her? Fast 8 Monate oder so. Ja und? Naja, da brauchen sie halt eine Weile zum Antworten. So, müssen sie es immer wieder raussuchen. Und dann hatten sie ja jetzt letztens ihr scheiß Sims 3 Problem. Die haben jetzt auch in dieses komische Origin-Bundle noch 2 Spiele geaddet. Ja, Populus und Dingenskirchens. Populus? Hä? Populus? Ja, ich glaub schon. Ist das das Spiel vom Popo-Club? Nein. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Game ist. Und auf jeden Fall, die hatten auch extrem Probleme mit ihrem scheiß Origin-Bundle. Weil die konnten doch alle ihr Sims 3 nicht aktivieren. Oh, das ist ja auch so schlimm. Nee, natürlich ist das schlimm. Die meisten haben sich das nur wegen Sims 3 gekauft. Ich glaube, die meisten haben es wegen Battlefield gekauft. Ja. Mein Freund hat sich ja auch gekauft für Sims 3 und Mirror's Edge. Ja? Und hat sie Mirror's Edge schon gespielt? Ja, ein bisschen. Ich finde das Spiel voll schwer. Keine Ahnung. Ich hab's. Du hast immer so eine arschlange Abschnitte, wo du irgendwas machen musst. Machen. Hä? Ich muss jetzt auch was machen. Ja. Also hast du diese arschlangen Abschnitte, durch die du dich durchfummeln musst. Wenn du einen Fehler machst, stirbst du und darfst das Ganze nochmal machen. Das ist wahrlich wunderschön. Ich doch die Steuerung ziemlich kompliziert. Vor allem für die Kämpfe. Wirklich? Ja, wenn du da irgendwie also so ein... Wie gesagt, ich kenn's nicht. Ich hab's nur einmal kurz gespielt bei Gollum damals. Und das war, naja, ging so. Ja, es ist ganz okay, finde ich. Es hat an sich was Cooles. Es macht zwar nicht sonderlich viel Spaß vom Gameplay her, aber es ist einfach stylisch. Warum bin ich hier der Langsamste? Das kann nicht angehen. Wenn da so ein scheiß Gegner ist, der dich angreifen will, hast du so viele Möglichkeiten, die du machen kannst. Ich mash dann einfach immer Buttons. Manchmal blocken die, dann sterbe ich einfach. Das ist total kacke. Wenn du denen die Waffe wegschlagen willst, musst du es auch timen. Dann leuchtet die Waffe ganz kurz rot und musst du in dem Moment drücken, sonst machen sie sich auch tot. Boah, das ist so komplex. Kann es sein, dass über das Schiff fahren langsamer ist als alles andere? Das hängt davon ab, wie du... Oh, ernsthaft? An der Kante. Ernsthaft? Das hängt von der Kante von ab. Wenn du an der Kante stackst, dann ist es vermutlich langsamer. Oh, durfte es nicht mal zu Ende fahren. Ja, vom dritten auf den letzten. So, Achtung, jetzt kommt der Osu-Song. Der Osu-Song? Nein. Gar nicht. Warum haben sie es hier gechanged? Crash and Islands ist doch eigentlich das zweite. Aber das hier gibt's auch in Osu. Wirklich? Ist aber nicht gerankt. Habe ich auch trotzdem mal getestet. Damit gibst du dich ab. So einem ungerankten Shit. Zum Üben reicht das doch. Ist ja nicht so, als wenn ich jetzt noch sonderlich weit nach oben komme. Warum nicht?
Bist du schon der Osu-Gott? Nee, nee. Oh. Crap. Ich bin ohne die Rampe hochgesprungen. Nee, aber es ist halt so, dass ich mir extrem selten überhaupt noch Punkte kriege für meine Ranking. Weil du schon so gut bist. Nee, aber du kriegst es ja immer nur, wenn du in die Top 500 kommst, glaube ich, überhaupt was dazu. Ernsthaft? Und dann muss es halt ein schwerer Song noch dazu sein oder so. Bei den schweren Songs ist es halt auch ziemlich schwierig, in die Top 500 zu kommen, weil die zum einen schwer sind und weil halt die ganzen Profis das immer spielen. Okay. Soll ich mal was sagen? Ich hasse Hovercraft. Ich nicht, ich finde, das ist eigentlich das beste Level hier. Aber irgendwie stelle ich mich gerade auch echt glatt an. Das ist ein bisschen traurig, wie ich das spiele. Screw you, bitches! Kannst ja gucken, ob man die Rampe wieder zurückspringen kann. Verflucht! Aber den dritten hätten wir auch schon geben können hier. Das war scheiße. War's wohl? Dolly ist erster. Christmas Island. Jetzt kommt das Osu-Level. Double Grab. Deswegen bin ich so fett, wenn ich sowas machen kann. So krassige Action. Au. Das war wirklich sick. Sick schlecht. Boah. Ich dachte schon, wir spielen heute tatsächlich mal ein bisschen besser. Wir waren auch ganz gut. Ich meine, wir haben das Schwein besiegt und... Ich hab das Schwein besiegt. Wir haben das Schwein besiegt, ja? Du hast es fast besiegt. Ah, verdammt, Katze, nee, nein! Geh weg! Geh weg! Der Eisfeld haben wir beide ganz gut gespielt hier. Aber jetzt geht's schon wieder los hier. Naja, ich hab nicht mal eine Banane. Ich hab vier Bananen. Oh, ernsthaft, jetzt stuck ich hier. Geht weg. Geh weg, Katze. Geh weg. Oh, das wäre der Snipe gewesen. Der Jahrtausend-Snipe. So, jetzt brauche ich aber das Herz der Karten. Ernsthaft? Ja, ja. Soll ich dich vorlassen? Was? Oh ja, das ist der Zikade, das ist dir vollgegeben. Vollgegeben. Es kommt davon, wenn man ja, so gierig ist. Ach, das ist ja nicht gierig, aber. Nein, überhaupt. Wobei, jetzt haben wir schon verloren. Kann ich ja nichts für. Ja, der hat 10 Punkte Vorsprung. Ja, dann kann man das direkt resetten hier. Nö, ich würde es jetzt erfahren. Ja, gut, dann fahren wir halt das Kack noch. Na, guck mal, ich hab die beste Spawn. Was du wohl? Ja, suck it. Guck, wie ich die Bananen alle weggelutsche. What the fuck, Alter? What the fuck? Voll aus dem Boost rausgesnipert. 12 Bananen. 12, Junge. Alles meins. Fühlt sich Mighty, oder? Ja, ja. Nur weil du alles weggegolten bist. Ach, stimmt, Mighty. Ich muss meine Meme noch upgraden. Dreck. Ich verliere wertvolle Upgrade-Zeit. Wie lange dauert das Upgrade jetzt eigentlich bei dir? Einen Tag und 12 Stunden, glaube ich. So gut. So gut. Das ist aber, ich glaube, das ist aber auch die letzte Stufe, weil die Kapazität ist jetzt auf Maximum danach. Wirklich. Und das andere Ding auch. Der andere Balken. Hast du das andere gesehen, wie sie die erstattet haben, die Leute, die ihre Minen verloren haben?
Die haben jetzt die komplette Minenbauzeit umgerechnet in Cash-Shop-Zeug bekommen. Fuck. Also wenn die Mine irgendwie insgesamt 6 Tage zum Upgraden gebraucht hat, dann haben die da, weiß ich, 3000 Dinger bekommen für eine Mine. Nice. Silber. Richtig lame. Ja, meins. Ja, deins. Warum hat der einen grünen Hut? Weil er mighty ist. Warum ist der nackt? Weil er keine Klamotten braucht. Warum ist der nackt? Hallo? Warum ist der nackt? Warum? Das ist ein Elefantzeichen seiner Autorität. Er hat keine... Er stinkt, er hat einen indischen Akzent. Er ist nackt. Autorität, ey. Nein. Er hat eine Milliarde Brüder, die dich verprügeln würden zusammen mit ihm. Dieser indische Akzent... Ist rassistisch. Der nimmt dir komplett jede Autorität, die du hast. Du kannst dich autoritieren mit einem indischen Akzent. Naja, immerhin können wir das gut nochmal fahren, wollte ich gerade sagen. Naja gut, ich bin Sechster. Ich bin kurzzeitig Erster gewesen. Weil der Magnet hat geholt. Oh ja, er hat zwar... Kann es sein, dass ich durch den Boost sogar langsamer geworden bin? Nein. Das wäre sehr blöd, ja. Kommt man da am besten diese Kante hoch? Du musst rechtzeitig springen. Wirklich? Ja. Also, wer hätte das gedacht? Boah, das haut mich jetzt echt um. Das blowt my mind, Mann. Alter, stackt mich hier doch nicht zusammen mit Diddy Kong und Bullshit. Dottie. Ja, meine ich doch. Bullshit. Dottie. Komm schon, Zweiter! Ja! Ja! Ich habe nicht total abgesagt! Ja, das ist noch nicht vorbei. Das ist egal. Guck mal, jetzt kommt dein Level. Ich kann nicht absagen, das ist mir auch egal. Hier in dem Level habe ich es aufgegeben, irgendwas zu reißen. Alter, das hättest du alleine fahren müssen im Coin Race. Wäre göttlich. Aber ich glaube, dann hätten wir jetzt schon 50 Parts noch. Ja, das wäre gut heiß. Ah. Oh, Alter, was soll denn der Scheiß immer? Diese dämliche Rampe. Du musst in der Mitte auf Scheiß die Rampe. Scheiß, ja, versuch ich doch. Geh weg, Doddy. Can't handle my swag. Du mit deinem scheiß Öl da direkt in diesem Boosting. Naja, den kann man halt nicht mehr boosten. Ja, ich kann nicht mehr aufholen, Mann. Und für die in der nächsten Runde ist es dann schon despawned. Ich weiß, aber die Bots können auch nicht aufholen. Die kleben doch schon an deinem Arsch. Es geht doch hier nur um mich. Nur um mich. Warum versuche ich den Scheiß hier überhaupt? Warum? Weil es ein Let's Play Together. Ich sollte umdrehen und irgendwie meine Lenkrakete ins Gesicht ballern. Geht das überhaupt? Nö. Vielleicht, wenn der Fünfte ankommt und dich überrundet, dann geht's vielleicht. Das war so schön. Das hätte so ein 10er-Pack holen sollen. Und dann die ganze Ladung auf dich ballern. Das hätte so auch nicht gebracht. 10er-Pack Lenkraketen. Crescent Island. Die müssen wir merken, nicht die Abkürzung benutzen. Ja. Die kürzt nicht so derbe viel ab. Magnet Power! Der hier dort steht. So skillig. Alter, der Biber. Was ist denn los hier? Biber? Ich dachte, das ist ein Marder. Ein Lachs oder irgendwas. Es ist ein Waschbär, ein Biber, ein Frettchen. Ungeziefer. Das ist alles, was man gerade nicht mag.
Du und deine scheiß Rakete! Ja, ja, die Single-Raketen sind sogar die besten. Wow, ich jetzt wieder vor dir, als ich es gemacht. Ich bin oben lang, weil ich Bananen haben wollte. Ernsthaft? Ja, als wenn das was bringt. Ich hab mein Bestes gegeben und kläglich versagt. Magnet! Der Magnet hat schon meinen Bus ausgebremst. Und awesome. Hast du dich selber geblockt mit dir? Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Warum bin ich jetzt Dritter gewesen? Ich bin davor dort über die Linie gefahren. Ah, ich bin Zweiter. Da stand Dritter. Geil. Reicht das? 8 Punkte. Dann muss ich mindestens Fünfter werden. Schaffst du doch. Und Dottie nicht Erster. Ja, auf der Map.